Neuer Start in die Woche, aber nicht negativ denken, denn die E3 hat begonnen und das Wichtigste rund um die E3 seht ihr hier. Die E3 ist ja schon greifbar nah, also für mich, für euch ist ja schon Montag, also hat sie schon begonnen. Und viele Publisher kündigten an, welche Spiele sie in ihrer Konferenz zeigen werden. Das tat auch EA und hat einen zweiten Teil zu Mirror's Edge angekündigt. Laut diesen Bewegungen habt ihr wahrscheinlich schon verstanden, dass es kein zweiter Teil sein wird, sondern eher eine Neuaufsetzung zum ersten Teil. Gibt es irgendwelche, die das Spiel nicht kennen? Na dann eine kurze Zusammenfassung. Mirror's Edge ist eine Art 3D Jump'n'Run Ego-Shooter Action-Adventure Game, wo du eine junge Lady namens Faith spielst, die von Haus zu Haus springt, um Gegenstände zu anderen Leuten zu bringen. Also eigentlich ein Postbote, der zu Fuß unterwegs ist und nie auf die Idee kommen würde zu streiken. Das Hauptthema von dem ganzen Spiel war es, die Parkour-Elemente zu nutzen. Es lief auch tatsächlich alles ziemlich flüssig, war ein super Spiel, nur waren die Verkaufszahlen richtig schwach. Das störte ja nicht mehr, weil, wie schon gesagt, das Spiel ziemlich gut war. Sarah Jensen, die Senior Producerin von Mirror's Edge, sagte, dass man sich den ersten Teil nochmal genau angesehen hat und man hat viele Fehler gefunden, man deswegen einen neuen Reboot machen will. Deswegen heißt das Spiel eben nicht Mirror's Edge 2, sondern Mirror's Edge Catalyst. Warum Catalyst, sagen sie erst bei der Pressekonferenz auf der E3, aber wegen denen habe ich jetzt schon wieder einen scheiß Ohrwurm. Ich bin gespannt auf die ersten Ingame-Szenen. Es gibt zwar schon welche, aber nur wo man sieht, wie sie sich bewegt und kämpft. Freut ihr euch auf diesen Titel oder lässt ihr euch eher kalt? Hm? Komm, sag doch mal was. Montag bedeutet Start der E3, das ist, wie viele es wissen, die größte Spielemesse der Welt und findet in Los Angeles statt. Am liebsten würde ich auch hinfliegen, aber die Arbeit macht es leider nicht möglich und die Nutten wollen auch bedient werden und bla. Deswegen gucken wir uns doch mal zusammen an, was uns dieses Jahr erwartet. Electronic Arts hat ihren Sendeplan schon öffentlich geleakt und unter anderem werden wir Live-Gameplay-Szenen von Star Wars Battlefront sehen, da freue ich mich ja schon mega drauf. Mirror's Edge ist, wie schon gesagt, auch dabei und der neue Teil von der Need for Speed Serie. Auch andere Titel sollen gezeigt werden, welche sind, das wollten sie jetzt nicht verraten. Ob es bekannte oder neue Ankündigungen sind, das wissen wir leider auch nicht. Es kann aber durchaus Mass Effect 4 sein, da sie schon sagten, dass sie das Spiel auf der E3 ankündigen wollen. Auf dem Messestand kann man natürlich dann die ganzen genannten Titel spielen und auch die Sportteile wie FIFA 16, Madden NFL und Co. Shadow Warrior 2 soll auch eine dicke Ankündigung bekommen. Das ist das Spiel, was in den 90ern rauskam, dann vor ein paar Jahren ein Reboot bekam und jeder abkotzte, weil es nicht mal ansatzweise das ist, was es hätte sein sollen. Dieses Mal soll es aber laut dem Announcement-Trailer eher ein Koop-Spiel werden. Mal gucken, was sie daraus machen. Valve kommt leider nicht zur E3, das bedeutet kein Half-Life 3. Dafür kommt aber wahrscheinlich ein Spiel, worauf ich richtig Bock habe, und zwar Dark Souls 3. Es sind bislang nur ein paar Screenshots geleakt worden, ob das wirklich so stimmt, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Ubisoft ist selbstverständlich auch mit von der Partie, und zwar mit Assassin's Creed Syndicate, The Division und meinem kleinen Hoffnungsträger Rainbow Six Siege. Darüber hinaus soll es da auch noch eine Ankündigung geben, um welches Spiel es geht. Tja, we will see. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten, hm? Lasst die Quickies laufen, Mama! Ja, apropos E3, es gab ja schon die Pre-E3 und da verkündete Phil Spencer, eine Partnerschaft mit dem VR-Brillenhersteller Oculus eingegangen zu sein. Heißt, man kann Xbox One Spiele auf der Oculus Rift streamen und kriegt einen Xbox One Wireless Controller noch dazu. Wo kann man die Scheiße denn bestellen? Die Macher von Lords of the Fallen arbeiten momentan an einem neuen Spiel. Es ist ein Sci-Fi-Rollenspiel und soll frühestens 2017 erscheinen. Das Bild verlinke ich euch unten, sieht aber schon verdammt interessant aus. Alle Wii U-Spieler werden auch das Spiel Zombie U kennen. Eigentlich ein echt gutes Spiel, das wissen auch die Leute von Ubisoft und möchten es deshalb auf den anderen Current-Gen-Konsolen bringen. Jetzt muss nur noch ein neuer Name her. Survival Instinct wird doch passen.
Ihr wünscht euch ein paar coole Retro-Spiele? Capcom denkt an euch, denn im Sommer 2015 kommt die Mega Man Legacy Edition. Da sind 6 Mega Man Spiele drauf, plus ein paar neue Features und geile 8-Bit-Musik. Oh yeah! Die Halo-Fans fragten sich schon die ganze Zeit, kann man Halo 5 Splitscreen zocken oder geht das nur online? Jetzt wissen wir es, du brauchst Xbox Live Gold, um das Spiel Co-op zocken zu können. Das wird jetzt bestimmt einigen wehtun. Jo, das war's auch schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch mal einen Daumen nach oben oder abonniert diesen Kanal oder der, der unten verlinkt ist. Der heißt Bunze Bunze, der ist von mir. Da kommen jetzt demnächst auch ein paar coole Videos am Manne. Die Woche wird es auch noch ein E3-Special geben. Ich bin mir noch nicht sicher, wann ich Zeit habe und alles. Ich hoffe, es geht hier ziemlich schnell durch. Und ich hoffe, wir sehen uns auch nächsten Montag wieder, wenn es heißt, Frontzeit ist hier am Stissel. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch und tschüssi! Warum, Catalyst, sagen Sie erst bei der Fressekonferenz 2015 FDI 3? Yay!